Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Channel. Heute zocken wir ein Game File Destinated. Irgendein Horror-Game, was ziemlich geil sein soll. Und ich habe keinen Plan, worauf ich mich einlasse. Hi, I'm Liz. Welcome to the Crime Scene Simulation, Oliver. Thanks for stating the obvious, Liz. I will be helping you throughout the simulation. The place you are about to enter is, simply put, a virtual reality. You won't get hurt in any ways, and even when you make a mistake, we can start all over again. Are you sure I won't get hurt, Liz? The place you are about to enter is, simply put, a virtual reality. You won't get hurt in any ways, and even when you make a mistake, we can start all over again. Jeez, I was just kidding, Liz. Relax. Thanks to our advanced technology, we are able to solve unsolved murders by simulating the crime scene. Hey, Liz? Yes, Oliver? Let's just determine a safe word for us just in case, okay? Look, I don't know, teddy bear? Okay, Oliver. Teddy bear it is. Thank you. I'm now simulating the file assigned to you to solve your mystery of the murder, the file D. You may have to look closely to see some details. Okay. Congratulations, you now know how to see details. There may be some evidences behind closed doors, in drawers or cabinets. You have to make sure you check everywhere for the evidence. Also, I have left a present in the drawer for you. Ja, okay, das ist jetzt halt hier Tutorial. Logischerweise, wie in jedem Spiel. Also. Sie hat was in der Schublade für uns. Aber nicht in der hier, ne? Meinst du die da? Good. Looks like you opened the drawer. There should be a lighter there for you to examine. Please take the lighter to inspect. This looks like an object of evidence. You should carefully examine the objects of evidence. Ein Metallfeuerzeug, das aussieht wie von Zippo hergestellt. Es ist schwer, ein Original wie dieses zu finden. Finde Hinweise. Ah, guck mal, ich kann das drehen. Die Gravur auf der Oberseite deutet darauf hin, dass es Oliver Hamilton vom Ohio Police Department gehört. Congratulations. I'm adding this item to your inventory now for you to use. That's great. This is my lighter. Feels good to have something of my own here. Uno momento. So, da sind wir wieder. Ich habe die Mausempfindlichkeit ein bisschen höher gestellt, weil ich musste mich ja zu Tode kurbeln. Wischen Sie nach unten. Oder drücken Sie die Taste L, um das Feuerzeug zu zünden. Remember, if you turn too fast or if you keep it burning for a long time, it may leave you in the dark. Aha. Also, you can see the evidences you found and take a look at them again, just in case you miss something. Wie mache ich denn das Ding wieder aus? Drücken Sie I zum Öffnen des Journals. Beweise. Lastly, you can take a look at the notes you took and review your thoughts on the events here. Drücken Sie J, wird geladen. Hm? We are ready to begin now. No. Hey, Liz? Are you there? Liz? Are you there? Shit, shit! I was just kidding, Oliver. You got me this time. Let's get this over with. Ja, bringen wir es hinter uns. So, was gibt's denn hier alles? Eine Verpackung zum ordnungsgemäß Aufbewahren von Beweismitteln. Davon gibt es hier eine Menge. Ist hier irgendwas zu sehen an der Tüte? Nö. So. Zange.
Ein Drahtschneider, mit dem nur ein Kabel durchschnitten werden kann. Wenn es etwas Größeres wäre, könnte ich damit Schlösser knacken. Okay. Muss ich das hier alles ankicken, oder? Mal hier wieder zu. Und ich meine, das ist hier gerade mal der Vorraum. Der verkackte Vorraum. Ein Baseballschläger. Was für ein überraschender Gegenstand, der in einem Krankenhaus gefunden wird. Er muss wohl einen der Kinder gehört haben. Partners. Ja, okay, den haben wir auch. Ja. Okay. Tabletten. Ein Haufen Pillen, nichts Spektakuläres. Was ist das hier? Ah, es wird zum Nachfüllen von leeren Feuerzeugen verwendet. Drin ins Inventar. Die Polizei hat hier schon einmal eine Untersuchung durchgeführt, aber sie haben nicht viel Beweise gefunden. Das Team hat einige Bereiche mit diesem Band abgedeckt, um die Beweise zu sichern, aber es scheint mehr Schaden als Nutzen gebracht zu haben. Cool. Schick aussehende Brille. Ich kann mir vorstellen, dass einer der Ärzte sie trägt. Was? Eine Dose. Ich glaube, es ist entweder Suppe oder Bohne. Bohnen. Ich wünschte, ich hätte einen Dosenöffner dabei. Du denkst jetzt ans Fressen, ja? In der Simulation. Klar doch. Gut. Los geht's. Was ist denn jetzt los? Oh. Oh, Kacke. Ach du Heilige. Cool. Sehr schön. Sieht ja nicht mal so kacke aus. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch. Tintenschreiber. Sieht noch wie neu aus. Okay. Dahinter scheint nichts zu sein. Das ist ja scheiße, ja, hier. Das ist ja nur eine Simulation, ne? Das, warum ist es nicht so blutig hier? Well, looks like this one's gonna need a key. Der Schlüssel. Ah, gut, okay. Der Schlüssel muss hier irgendwo sein. Verstehe ich nicht. Säge. Ich weiß nicht, warum man in einem Krankenhaus eine Säge braucht. Ehrlich gesagt will ich es auch gar nicht wissen. Unbedeutend. Eine Verpackung zur Ordnung. Hä? Ordnungsgemäß aufbewahren von. Ziemlich verarschen? Das ist keine Verpackung zum Ordnen beißen. Ja, okay. Verband. Unbedeutend. Ein Wundfall. Das ist wohl der alltägliche Gegenstand, der in einem Krankenhaus vorhanden ist. Ja, dann nimm doch mit. Auch obwohl, das ist ja nur eine Simulation. Spritze. Eine seltsam aussehende Spritze, die unheimlich aussieht. Wofür eine Spritze dieser Größe verwenden? Die Handschrift ist unlesbar, aber ich denke, das macht nichts. Sie müssen einen der Sekretäre hier gehören. Ah, okay. Boah. Okay. Das kotzt mich an, dass mein Feuerzeug alle gehen kann. Pack of cigarettes. An old brand from the look of it. Gibt's ja nicht. Ich weiß ja. Eine sehr alte Zigarettenmarke. Diese Marke wird nicht mehr hergestellt. Ich schätze, dieses Krankenhaus hat alles, was der menschlichen Gesundheit nicht zuträglich ist. Okay. Eine medizinische Schere, die Ärzte normalerweise zum Schneiden von Verbänden verwenden. Ja, es ist ja alles cool. Das. Wie kriege ich eigentlich mein Licht aus? Aha. Aber mit dem Mausrad ist auch nicht ganz richtig. Das funktioniert nicht. Okay. Dann werde ich jetzt. Gut, das ist eigentlich alles dasselbe. Jetzt habe ich hier wieder verbannt, ne? Also brauche ich hier gar nicht alles angucken.
Was ist denn das? Medizinische Instrumente. Ein Stapel mit medizinischen Instrumenten. Er enthält ein Stethoskop, ein Blutdruckmessgerät und ein Thermometer. Sieht aus wie die Grundausstattung eines Arztes. Ah, ja, der Teil wieder. What is in the Schublade? Nothing. Tabletten. Pills. Was haben wir hier? This lighter's running out of gas. Drücken Sie einzelnen. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt? Wie fülle ich das? Refill. Okay, habe ich jetzt gefüllt? Mit R? Alter, die Geräusche hier, das ist schon echt heavy. Was ist das denn? Kann mir mal einer erklären, was das für eine Simulation ist, yep, zur Hölle? Locked. Just what I thought. Ist doch nicht normal. Skulptur. Eine Statue, von der ich nicht weiß, wer das ist. Vielleicht Hippokrates? Mein Gott. Mal hier, Schlüssel. Taste, Artikel, Zimmer 34. Also die Übersetzung. There must be something that I'm missing. Also die Übersetzung ist noch nicht ganz on point, aber ist vielleicht nicht so schlimm. So. Ist das ein Entbindungszimmer oder was? Is anyone there? Ah, shit. Okay. Ich habe per Zufall das Entbindungszimmer gefunden anscheinend. Wow. That's not so funny. Röntgenbild von einem der Patienten hier. Es gibt keine Informationen darüber, zu wem es gehört oder um welche Krankheit es sich handelt. Ich muss sein Arzt sein, um dies zu interpretieren. So, ist das eine Patrone? Geschoss. 357er Geschoss. Eine leere Patronenhülse. Das kann ein wichtiger Beweismittel für den Fall sein. Ich behalte sie bei mir. Ach, Quatsch. Ich wollte, muss mal gucken. Oh yeah. 357 Magnum bullet. It's in multiple firearms. The gun that was used may not be far from here. Hier sollte auch irgendwo eine Pistole sein. Die Pistole kann den Fall vollständig aufklären, wenn dies die Mordwaffe ist. Turn the fucking light on. Warum ist die Tür zu? Ja, diese Scheißband ist mir egal jetzt. Wieder ein Baseballschläger. Ja, und er gehört wieder irgendwie den Kindern, ja. Was ist das hier? Der Müll liegt. Ja, damit. Wieder ein Teddybär. Teddybär? Damn. Aber er sagt doch, jetzt hat er doch wieder dieses Dingswort gesagt. Das Notwort. Alte Uhr, ein medizinisches Gerät? Ich weiß nicht, was es ist. Es ist eine Uhr, Junge. Eine alte Uhr. Hä? Warum ist die Tür abgeschlossen jetzt?
Wow, wie hat er gleich erkannt, dass es eine Frau ist? Jetzt komme ich raus, ja. Are we supposed to have other people in this simulation? Shit, it sounds like I lost her. Man, goddammit, wo ist Liz, Mann? Ob wir da reingehen sollten? Feuerzeug wieder auf, Junge. Ein zufälliger Stapel von Papieren. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Immer noch. A lockpick. Might try to open one of the chests with this. Ein Schlosser-Set. Damit lassen sich die kleinen Schlösser an den Truhen in Kisten und Kisten öffnen. Ah ja, okay. Eine antike Uhr, die einem der alten Professoren gehören haben muss, die im Krankenhaus arbeiten. Okay. Da hinten war eine kleine Kiste. Ich sehe dich. Ja. Fuck, fuck, fuck. Ja, fuck, fuck, der macht dort Licht nicht gleich aus. Was soll die Kacke? Something is definitely off here. Ja, ach. Was sind das für Geräusche? Hier war ich schon drin, stimmt. Yep, locked. Just what I thought. Nah, locked. Alter, ich ein bisschen schwitzen tue ich. Aber nur ein klein wenig. Ey, ich hatte hier offen. Was soll denn das? Mach auf. Drehen Sie den Dietrich. Just need to find some gas. Ah, warte mal. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay. So. Feuerzeug wieder an, Junge. Oh, Junge. Patientenberichte enthalten Informationen über den Zustand und die Krankheit des Patienten. Er enthält auch einen kurzen Kommentar des Arztes. Result of the examinations, the patient was diagnosed with chronic schizophrenia. Als Ergebnis der Untersuchung wurde bei dem Patienten eine chronische Schizophrenie diagnostiziert. Die Gesundheitsbehörde stellt einstimmig fest, dass es ihm in seiner derzeitigen Situation an Realitätssinn fehle. Okay. Wartet jetzt, also mehr haben wir da nicht. Oh Mann, ey. Fuck, fuck. Was ist denn mit der Alten? Wer ist es? Ist es Liz? Locked. Liz, die mich therapieren will? Toilet.
Hallo? Ey, fuck, ey. Es sieht so aus, als wäre das Krankenhaus zum Zeitpunkt des Vorfalls gerade renoviert worden. Er kann auch für einen Überfall sein. Schraubenschlüssel? Wieso? Was für ein Überfall? Sirupflasche. Eine Sirupflasche ohne Namen oder Beschreibung. Hatte man Angst, die Medikamente, die dem Patienten verabreicht wurden, zu verraten? Nichts, was in diesem Krankenhaus passiert ist, würde mich überraschen. Ich bin mir sicher, dass sie diese Medikamente hier an Patienten ausprobiert haben. Ach. Okay. Sehr heftig. Nadel. Es gibt viele Nadeln an diesem Ort. Sie kann aus vielen Gründen benutzt worden sein, aus guten oder schlechten. Ja. Evidence bag. Of course the cops weren't able to find anything useful. Asservatentasche. Eine Verpackung zur ordnungsmäßigen Aufbau. Ja, das wissen wir doch. Junge, mach keine Scheiße. Ich habe gar keinen Bock, mich irgendwie so schnell umzudrehen. Wenn da Brandy oder Liz, wie sie auch immer, wieder ihren Kopf irgendwo runterhängt. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Was sind das für Sounds, ey? Ganz. Auch so viele Fragezeichen an der Wand. Gar kein Bock, ey. What was that sound? Mhm. Super. Exit, Exit, hier ist kein Exit. Exit. Ey, das sieht aus, als wenn einer steht. Jetzt flacker nicht wieder rum, ey, ich raste aus. You gotta be kidding me. I must be losing my mind here. Ach. Glaubst du, Junge? Du bist in der Simulation. Mehr nicht. Jesus. Oh, Scheiße. Oh nein. Ich traue mich überhaupt mich nicht umzudrehen. Hide. Was? Suchen und verstecken? 2 plus 2 macht 4. 1 plus 1 macht 1. 2. 1 plus 1 macht 1. Ja, help. Was soll ich machen? Mache ich hier. Alter. What is this? Bist du bereit zu spielen? Nein. Mach das Feuerzeug wieder auf! Wo zur Hölle bin ich? What the heck? Ist das der OP-Saal? Oh ne, ein Leichenschauhaus anscheinend.
Was? Jesus, this place looks like a slaughterhouse. Oh. Was? Was ist mein Feuerzeug aus? Tabletten, unbedeutend. Mann, geh weg damit. Soweit ich weiß, wird dies zur Behandlung von Verbrennung und Wunden verwendet. Okay. Medikamente wie üblich. Die Zeitung wurde zur Zeit des Geschehens gedruckt. Sie könnte einige Informationen enthalten, die mir helfen, das Gesamtbild besser zu verstehen. Ich kann Kung Fu. Nein. Einer der Krankenschwestern, die in dem Krankenhaus arbeiten, drehte durch und verursachte den Tod vieler Säuglinge. Na toll. Die Polizei versiegelte das Krankenhaus nach den Morden. Die Polizei leitete eine Untersuchung des Krankenhauses ein. Viele Menschen wurden in Gewahrsam genommen. Ach du heilige Kacke. Deswegen dieses Babygeheul oder was? Was in der Heck ist hier los? Ersthilfekasten. Wozu braucht man in einem Krankenhaus einen Ersthilfekasten? Fragezeichen. Ich meine, alles hier ist Erste Hilfe, oder? Fragezeichen. Nein, nicht doch. Was ist das denn? Muss ich da hin? Ma'am, are you okay? Was? I need to find gas. Ich habe Gas. Zippo-Killer. Ja, weil ich so viel Zippo-Kack verbrauche, ne? Sorry, aber das ganze Spiel ist dunkel. Oh, smell. Es stinkt fürchterlich. Wow. Was denn jetzt, Alter? Was ist das? Büroartikelhalter. Ein Thrombozytenaggregationshemmer. Es wird verwendet, um Blutgerinnsel zu verhindern. Okay. Password should be written down. Password. Diese dreistellige Kombinationsschloss kann nur mit einem Passwort geöffnet werden. Was zur Hölle macht das Feuerzeug an? Verschissene Arschbacke, ey. Ich flipp aus. Echt. Vor allem, ich trau mich überhaupt nicht an die Decke zu gucken. Nur weil die Tante da oben durch diese scheiß Deckenplatte geguckt hat. Warum ist denn das so dunkel? Was ist denn das hier? 201. Ach man, ey, komm. Bleib liege. Arschnase. Fangen wir oben an, ne? 2, 0. Ein Revolver, das ist eine Standard-Polizeipistole. Die Kerle, die hierher kamen, könnten sie also hier gelassen haben. Diese Waffe ist auch bei den Einwohnern hier sehr beliebt. Sie könnte also von außerhalb gekommen sein. Aha, jemand anderes. Der. Ja. Ah, okay.
Oder da fehlt eh eine Patrone. 1981 Wesson Magnum, standard issue police gun. Carried by a lot of officers around this area. Explains the 357 bullet I found earlier. I have one of these babies as well. Diese Waffe kann jedem gehören. Ich werde sie für den Fall der Fälle bei mir behalten. Ich will nur eins dazu sagen. Ich habe eindeutig ein Geräusch wahrgenommen, dass eine Decke runtergerutscht ist. Also weiß ich genau, dass wenn ich jetzt nach links gucke, irgendwas passiert. Ich hab's gehört. Haben wir noch was zum Prüfen, bitte? Okay. Die ist noch mehr aufgestanden. Alter, ist das eine Scheiße hier? Was ist los? Bin ich tot? Habe ich was falsch gemacht? Heartstopper. Habe ich freigeschaltet. Errungenschaft. What the fuck is going on in this fucking simulation? So, leider war es das auch schon für die Folge. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein und dann wird sich wieder ordentlich gegruselt. So eine Scheiße. Haut da rein. Ciao.